Hallo, hallo, hier ist wieder euer Angel Julian. Heute dachte ich mir, ich zeige euch einfach mal meine Werkstatt, damit ihr wisst, wie meine ausschaut. Ich nehme euch mal mit. Also als erstes muss man da reingehen bei dieser Türe. Ist man schon gleich in meiner Werkstatt. Gleich links nebenan ist so eine Akkutischpresssäge von Enhel. Ich zeige es euch besser, damit ihr es besser seht. Hier ist sie. Die DETS 36 210 LE. Mit dieser arbeite ich sehr gerne. Und auf meiner Hobelbank steht noch so eine Zuckerkapp-Gärungssäge, auch von Enhel. Den nehme ich sehr selten, aber doch hin und wieder. Und ja, dann, was gibt's noch bei mir in der Werkstatt? Hier hinter mir sind noch sehr viele Schachteln, die was ich mir für Garantiefälle und so Sachen aufheb. Und in den Schachteln sind noch einige Schachteln drinnen. Dann habe ich hier hinter mir noch so Kleinwerkzeug. Handwerkzeug, die brauche ich auch hin und wieder, aber mehr mache ich mit Enhel. Dann habe ich hier noch die ganzen Beschreibungen und Rechnungen, Sicherheitshinweise habe ich alle da so aufgestapelt. Und wie ihr seht, da oben ist noch so viel Platz. Und was bedeutet das? Ich muss mehr Maschinen kaufen. Irgendwann wird alles voll sein. Dann habe ich hier auch noch, wie sieht man das? Ja, hier zwei Staubsauger, einen mit Strom und einen 36 Volt Akku Staubsauger. Und jetzt zum spannendsten Teil von allem. Ich zeige euch meinen Maschinenkasten. Und dieser schaut so aus. Sehr viele Sachen drinnen schon. Ich bin ja verrückt nach Enhel. Dann habe ich hier noch so einen Akkuschrauber, einen Akkuschlagbohrschrauber, den DECD 1848 LE Solo. Dann eine Stichsäge, die auch mit Akku DEJS 18 LE heißt die. Das ist kein Beauty Case oder wie die Frauen dazu sagen. Aber das ist so ein Akkustaubsauger, der DEVC 1810 LE. Und hier kommt ein Akku rein. Und ja, dann wenn ich hier aufmache, dann habe ich einen Elektrohobel mit Strom, aber den nehme ich, weil ich den Akkuhobel, kann ich euch auch zeigen, weil ich den Akkuhobel habe, nehme ich den mit Strom gar nicht mehr. Ganz unten bei mir beim Kasten
habe ich noch den 36 Volt Kompressor drinnen, denn die IAC 36-6-8 LIUF Solo. Das bedeutet Solo, das Gerät wird ohne Akku geliefert. Ein Akku, 1000 Möglichkeiten. Mittlerweile sind es, glaube ich, auch schon mehr Maschinen als 1000. Und ja, was gibt es noch so zum Sagen? Das Schild hier hinten, das habe ich mir von einem Bekannten machen lassen, weil der hatte so eine Art CNC, was so ähnlich wie eine CNC, was halt was reinbrennen konnte. Vielleicht kennt ihr euch besser aus mit so Reinbrennmaschinen. Und mein auch Lieblingsradio, der läuft bei jeder Arbeit. Außer jetzt, weil ich euch Videos mache, extra für euch nicht. Eine Schlauchtrommel habe ich auch noch, die hängt hier oben. Nicht hier, muss ich weiter vorgehen. Hier. Und die habe ich verbunden, sieht man eh, da ganz bis da hinten, so einen orangen geringelten Schlauch, der geht. Der geht da so hinunter. Zu diesem Akkukompressor, was ich euch gezeigt habe schon. Wenn ihr Wünsche oder so habt, was ich euch noch vorstellen kann, soll, was ich jetzt schon habe oder was Neues, es kommen bald wieder für mich neue Geräte ins Haus, dann könnt ihr es mir gerne in die Kommentare unten hineinschreiben und ich würde mich gerne über ein Abo und Daumen nach oben freuen. Dann gibt's sonst nichts mehr zum Sagen. Außer bis bald und bis zum nächsten Mal, euer Einhell Julian. Ciao.